Moin und willkommen bei The Essentialist. Hier geht's heute um Zaha Hadid. Die im Jahr 1950 in Bagdad geborene Zaha Hadid wächst als Tochter des dortigen Finanzministers auf. Sie war Architektin, Künstlerin und Professorin. Im Jahr 1977 beendete sie ihr Architekturstudium am AA in London und erhielt für ihre Abschlussarbeit den Diploma Prize, verliehen durch Rem Koolhaas. In dessen Büro, dem Office of Metropolitan Architecture, wurde sie anschließend Partnerin und Professorin am AA. Allein ihre akademische Karriere wäre beeindruckend. So lehrte sie im Verlauf ihrer architektonischen Praxis an einigen der bedeutendsten Architekturfakultäten unserer Zeit. Zuletzt lehrte sie bis 2015 an der Angewandten in Wien. Im Jahr 1979 gründet sie ihr eigenes Büro Zaha Hadid Architects in London. Schon 1988 beginnt der Stuttgarter Architekt Patrick Schumacher bei ihr zu arbeiten. Dieser wird im Jahr 2002 zum Büro Seniorpartner. Im Jahr 2016 stirbt Hadid im Krankenhaus an den Folgen eines Herzinfarktes. Patrick Schumacher leitet das Büro in London seither. So eindrucksvoll wie ihre akademische Laufbahn ist die Liste der Auszeichnungen für ihr architektonisches Werk. So erhielt sie als erste Frau den Pritzker-Preis, den japanischen Premium Imperiale und den Sterling-Preis zweimal. Um zu verstehen, was so besonders an Zaha Hadid ist, lohnt es sich, ihren Werdegang genauer zu betrachten. Schon im Grundschulalter entwarf Zaha ihre Kleidung und die Einrichtung ihres Kinderzimmers. Diese war so erfolgreich, dass sie gleich mehrfach produziert und an andere irakische Familien verkauft wurde. Mit dieser gestalterischen Grundbegabung im Gepäck kommt Zaha in den 70er Jahren ans AA nach London. Hier herrscht in dieser Zeit ein experimenteller Geist, der in alle denkbaren Richtungen ausschwärmt. Dies ermöglicht es Zaha zum einen, sich mit Kunst und dem Werk Kasimir Malevichs auseinanderzusetzen und zum anderen auf experimentelle Weise ihren eigenen Weg zu finden. Ihre Abschlussarbeit am AA setzt sich mit einem Werk Malevichs auseinander, das sie architektonisch überformt und als Brücke über die Themse spannt. Das Ganze stellt sie dazu noch in Form von Gemälden dar. Sie vermischt also die Ebenen des architektonischen Plans mit dem der Malerei. Diese Arbeit, Malevichs Tektonik, ist ein großer Schritt für Zaha Hadid. Sie wird hierauf aufbauend Partnerin bei Rem Koolhaas, Office of Metropolitan Architecture und Professorin am AA in London. Das erste Mal tritt Zaha international in Erscheinung, als sie den Wettbewerb für den Peak Leisure Club in Hongkong gewinnt. Ihre Pläne reicht sie in Form von Gemälden ein. Auf einem expressionistisch gezackten Bergmassiv am Rande der zu Scheiben abstrahierten Stadtsilhouette Hongkongs positioniert sie ihren, wie sie ihn nennt, horizontalen Wolkenkratzer. Das Gebäude wird nie gebaut, da der Auslober es für zu abstrakt und unbaubar hält. Dennoch erzeugte ihr Entwurf große Resonanz und verhalf ihr zu internationaler Aufmerksamkeit. So wurde sie im Jahr 1988 von Mark Wigley und Philip Johnson eingeladen, ihre Arbeiten neben denen von Daniel Liebeskind, Peter Eisenman und Rem Koolhaas bei der Ausstellung Deconstructivist Architecture im MoMA in New York auszustellen. Auch wenn Zahas Architektur nicht unbedingt dekonstruktivistisch war, war dies dennoch für sie ein großer und wichtiger Schritt. Ihren ersten tatsächlich umgesetzten Entwurf stellte sie 13 Jahre nach Gründung ihres Büros im Jahr 1993 in Weil am Rhein fertig. Auf dem Campus des Möbelherstellers Vitra baute sie eine Feuerwache. Doch bevor wir uns diese und weitere gebaute Beispiele anschauen, ein paar grundsätzliche Dinge zu den entwurflichen Prinzipien von Zaha Hadid Architects. Auch wenn die unterschiedlichen Entwürfe des Büros formal sehr frei wirken, beruhen sie oft auf den gleichen gestalterischen Themen. So spielt etwa die Kinetik oft eine Rolle. Ein Zustand, in dem Objekte und Formen wirken, als seien sie eingefroren oder noch in Bewegung begriffen. Hier am Beispiel eines Gemäldes Hadids, das Londons patchworkartige Metropolstruktur thematisiert. Ein Thema, das wir ebenfalls in mehreren Arbeiten finden, ist das Motiv der Strömungen. Diese wecken Assoziationen von Pflanzensträngen, Adern, Flüssen oder Bahngleisen. Hierdurch ziehen sie fast gewebeartig die Fassade eines Kultur- und Sportzentrums in Montpellier.
Hier sehen wir ein Gemälde Hadids, das die stark gen Osten gerichtete explosionsartige Stadtentwicklung Madrids verbildlicht. Diese extremen Dynamiken finden sich auch in einigen räumlichen Umsetzungen des Büros wieder. Durch Faltungen oder auch Krümmungen lösen sich einige ihrer Werke aus den Grenzen starrer Raumordnungen. Je nach Material können diese sehr harmonisch erscheinen oder aber große Spannung, wie etwa im Fall scheinbar gefalteten Betons, erzeugen. Die einfache Verzerrung einer Form wirkt in der Fläche wie eine perspektivische Darstellung. Hadid ging schon früh einen Schritt weiter und interpretierte sie als genaue Abbildung aller drei Dimensionen. Ob in Bezug auf Geschosse, Wände, Funktionen oder freie Körper, in so gut wie jeder Arbeit des Büros finden wir Schichtungen verschiedenster Art. Der wohl am häufigsten mit Zaha Hadid Architects in Verbindung gebrachte Ansatz ist der parametrische. So sind alle Bestandteile einer parametrischen Komposition abhängig von sich gegenseitig beeinflussenden Parametern. Und wie unterschiedlich die Umsetzung dieser immer wieder auftauchenden architektonischen Themen sein können, das schauen wir uns jetzt an. Im Jahr 1993 stellen Zaha Hadid Architects die Feuerwache auf dem Vitra Campus fertig. Außen scharfkantige verzerrte Sichtbetonscheiben und Körper in scheinbar zufälliger Anordnung. Innen langgezogene fließende Räume zwischen schrägen Wänden und gerichteten Ausblicken. Eine komponierte Schichtung einzelner Betonscheiben, die dort, wo es funktional sinnvoll ist, durchbrochen und gefaltet werden. Zur Visualisierung des Entwurfs fertigte Hadid wie gewohnt Gemälde an. Hierauf wirken die versetzt arrangierten Gebäudeansichten wie Treibholz oder erstarrende beschleunigte Masse. Die Bergkieselschanze in Innsbruck bezeichnen die Architekten als eine Kreuzung aus Turm und Brücke. Die organische Figur der Sprungschanze soll dabei die Topographie der Landungszone weiterführen, um sich am Hochpunkt um den kantigen Betonturm zu schlingen. Den Schlussstein der Bewegung bildet die in Richtung Tal orientierte Kanzel. Diese bietet Platz für ein Restaurant und eine darüber angeordnete offene Besucherplattform. Die Gesamtfigur scheint trotz der vielen ineinanderfließenden Kräfte sehr in sich zu ruhen. Im Jahr 2010 öffnet das Maxi seine Türen. Das italienische Nationalmuseum für Kunst des 21. Jahrhunderts wirkt wie eine gewachsene Verflechtung urbaner Stränge. Diese greifen die Fluchten und Kanten der umgebenden Stadt auf und abstrahieren diese anschließend durch die neue Materialisierung. Dort, wo es für den Innenraum von Nutzen ist, überlagern, vereinigen und durchdringen sich einzelne Adern des Raumkontinuums. Im Innenraum manifestiert sich die Idee des fließenden Systems in Form langgezogener Ausstellungsräume und scheinbar chaotischer Verbindungsgänge. Die Deckenschwerter aus Glasfaserbeton beschleunigen die Dynamik der Figur. Sie eröffnen dank integrierter Schienensysteme verschiedene kurative Nutzungen. Im Jahr 2012 stellen Zaha Hadid Architects die Arbeiten am Heydar Aliyev Center fertig. Nahe dem Zentrum der aserbaidschanischen Hauptstadt kombinieren Zaha Hadid Architects eine Bibliothek, ein neues Nationalmuseum, Konzertsäle und Konferenzräume unter einer textilanmutenden gemeinsamen Hülle. Diese erhebt sich scheinbar mühelos aus der Fläche des umgebenden Geländes und verwischt so die Grenzen zwischen Untergrund und Objekt, Platz und Fassade und Innen- und Außenraum. Die fließenden Formen setzen sich im Innenraum des Kulturzentrums fort. Hier bestimmen gekrümmte Übergänge von Böden, Wänden und Decken zusammen mit an Funkenflug erinnernden Deckenleuchten den reduzierten weißen Raum. Eines der aktuellen Projekte von Zaha Hadid Architects ist das Lisa Soho in Peking. Da der Neubau des Lisa Soho direkt über einer im Bau befindlichen U-Bahn-Station errichtet werden sollte, besteht der 45-geschossige Büroturm aus zwei jeweils seitlich der Station gegründeten Hälften. Diese werden mittels Stahlbrücken und Isolierglasfassade zu einem großen Volumen verbunden. Das über der U-Bahn-Station entstehende Atrium wird mit 192 Meter lichter Raumhöhe das höchste der Welt sein. Durch mehrere parametrische geschossweise Veränderungen der Galerieebenen wird das Atrium im Verlauf der Geschosse um 45 Grad gedreht und sein Innenraum skulptural überformt. So wirkt es beinahe, als sei es dauerhaft in Bewegung. Neben diesen Gebäuden verfügen Zaha Hadid Architects über ein umfangreiches Designportfolio. Egal ob Esstisch, Teeservice, Kronleuchter oder Yacht, der Produktdesign-Output des Büros wirkt schier endlos. So, das war's für heute.
Es fiel mir bei noch keiner Folge so schwer wie bei dieser, eine Auswahl der Arbeiten zu treffen, die ich euch präsentieren möchte. Und ich hoffe, ihr habt einen guten ersten Einblick in die Arbeit von Zaha Hadid und Zaha Hadid Architects bekommen können. Ich freue mich über Kommentare und Anregungen und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao, ciao.